Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Rogue Heroes. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, jetzt sage ich auf jeden Fall mal erstmal Hallo an alle Zuschauer. Vielen Dank fürs Einschalten zu so später Stunde, also für die auf Twitch. YouTube kommt es wesentlich früher von der Uhrzeit her. Ich habe sowohl auf YouTube als auch auf Twitch gesehen, dass es relativ gut ankam. Bei Twitch erst nachdem der Stream off war, dann haben sich noch einige im Nachhinein angesehen. Und bei YouTube, da kam es offenbar generell gut an. Also machen wir auf jeden Fall auch weiter. YouTube wollte ich sowieso das hier einmal durchspielen. Ich wollte auch mal eben kurz noch eine Projektinfo raushauen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, und ich hasse mich selbst dafür, dass ich das Spiel erst einmal im Solo Modus durchspiele, also wirklich einmal komplett versuche allein durchzuspielen. Und danach würde ich das gerne noch ein weiteres Mal durchspielen, nur diesmal dann mit Kollegen zusammen, also dann nicht mehr alleine. Was das Spiel dann wahrscheinlich auch wesentlich einfacher macht. Aber ich darf erstmal alleine rumragen. Ja, schön ist, dass dieses Spiel wenigstens ein gutes Fail-Lieferant ist. Ich habe bisher nämlich auch daran gearbeitet, meine Fail-Compilation hier so ein bisschen schon zusammenzustellen und habe bisher nur 3 Minuten zusammen. Ich muss noch ein bisschen da die Videos durchkämmen. Heißt jetzt nicht, dass ich hier absichtlich Fails machen will. Bloß nicht. Je weniger, desto besser. Weil ich schlage mir jedes Mal selbst dafür gegen den Kopf. So eine kurze Rückblende, was wir beim letzten Mal noch gemacht haben. Also wir haben den ersten Tempel geschafft, dadurch habe ich diesen Greifhaken hier freigeschaltet, den habe ich auch direkt aufgebessert. Wir haben die Schaufel freigeschaltet. Wir haben uns eine Flasche bei dem Händler hier gekauft. Kann auch der hier rechts gewesen sein. Ja, hier haben wir eine Flasche gekauft. Da können wir uns später auch noch was anderes holen. Hier kann ich die Sachen aufbessern, das haben die auf YouTube vielleicht jetzt nicht gesehen, das habe ich auch gekauft. Ein Gebäude, wo ich Sachen aufbessern kann. Ich versuche mich kurz zu halten, weil ich versuche auch die Videos kurz zu halten. Zumindest auf YouTube. Das hier hatten wir schon bei der Demo. Hier kann ich meine Waffe jetzt aufbessern, das habe ich letztes Mal freigeschaltet. Ich zeige das auch mal eben kurz. Da verbeiße ich nämlich meine Hauptwaffe. Und die habe ich schon ein bisschen aufgewertet. Wollte ich nur mal eben kurz schnell zeigen. Ja, wir haben Nick am Ende noch gefunden. Das habe ich ja noch gezeigt. Wir haben den Schneiderladen. Ich habe es nicht wirklich gezeigt auf YouTube, deswegen zeige ich es jetzt mal eben. Da kann man sich neue Helden kaufen und ich hatte den Waldläufer geholt, der den Bogen viel besser benutzen kann. Der ist da wesentlich genauer und trifft auch mit mehr Schaden. Außerdem hat er ungefähr dieselbe Fähigkeit wie der Held. Nur halt im Besser. Ja. Und bei Nick konnte ich mir Waffen freischalten. Ich habe auch 2 Gebäude gebaut. Zum Beispiel halt die Bomben, den Bumerang und halt die Schaufel. Ich würde gerne einmal erst nach rechts gehen. Da gab es nämlich Stellen, wo man graben kann. Ich will außerdem wissen, auch wenn das eine dumme Idee ist. Nein, mit dem Teil kann ich keinen Schaden machen. Also der Greifhaken, den habe ich so stark aufgebessert, dass ich jedes Vieh one-hitten kann damit. Zumindest in dem Gebiet. Nick hat uns auch dieses Bestienbuch gegeben. Das kann man übrigens auch bei ihm aufwerten. Also da kann man den Schaden hochjubeln. Es empfiehlt sich wahrscheinlich auch, wenn man hier das Ding vollkriegen will. Der rote Schleim, der fehlt mir. So, eindringend zugefügt. So, und das hier waren zum Beispiel eine der Stellen, die ich meinte, da links. Da will ich einmal hin. Ich will nämlich wissen, was man ausgraben kann. Wie komme ich denn da hin? Ohne mich selbst umzubringen. Hier in der Ebene ist egal, wenn ich sterbe. Für die, die jetzt den Stream gucken, geplant ist der Stream bis ungefähr 1 Uhr oder Mitternacht. Je nachdem, wie gut ich bin. Da kriegt man diese Kugeldinger an. Kraftkugeln. Ich habe immer noch keinen blassen Dunst, was man damit anstellt. So, hier oben auch noch eine Grabstelle. Hau ab, du blödes Vieh. Und ich glaube, rechts war irgendwo auch noch eine. Ich hole das Buch nur raus, um neue Viecher einmal zu erwischen.
Ich versuche nicht durchgehend mit dem Buch zu töten. Das wäre nämlich meine Hiobs-Quest. Ich könnte irgendwann vielleicht mal so eine Challenge machen, wo ich versuche, wirklich eine Ebene in einem Tempel wirklich nur mit dem Buch zu clearen. Hier mit dem im Wasser habe ich übrigens letztes Mal gesehen. Hier links wäre nämlich eine Insel gewesen. Da hätte ich es noch hingeschafft. Wäre ich direkt dahin geschwommen. Hier, die hier meine ich. Da kann ich von der Ausdauer her momentan schon hin. Da ist eine Kiste drin und da ist eine Kraftkugel offenbar nur drin. Aber hey, ich weiß jetzt, da konnte ich hin. Was ich schade beim letzten Stream fand, die Zuschauer, die live zuschauen wollten, die kamen halt leider Gottes genau zum Ende des Streams. Beziehungsweise dann kamen erst die, die durchgehend zuschauen wollten. So, jetzt darf ich meinen Spaß haben. Den muss ich nämlich einmal mit dem Buch töten. Obwohl ich den ruhig einmal vorschwächen kann. Sind übrigens die besten Bedingungen. Okay, ich habe ihn zugefügt. Dann muss ich ihn jetzt nicht mehr damit töten. Ich vergesse diesen Sprint halt jedes Mal aufs Neue. Und Schreiben von Gnordöme. Ganodoerma. Osten Morastebenen, Süden Schlammstadt, Westen Intori. Aus Intori kommen wir. Den Frosch habe ich noch nicht so gekillt. Kann ich den killen? Ach, der ist nur Deko. Obwohl, ich kann ja trotzdem versuchen. Nö, der Frosch, der ist Deko. Der ist einfach nur für den Hintergrund. Süden ist Schlammstadt. Wollen wir erst Schlammstadt gehen? Ich kann im Schlamm versinken. Oder es macht mir auch massiv Schaden. Wir gehen nicht in den Schlamm momentan. Oh, ein neues Viech. Aua. Hab's tot gekriegt. Ich bräuchte mal einen Heal. Ja, Leute, ich weiß, dass ich Bomben habe. Ich weiß auch noch nicht, welcher Gegner Stacheln gibt, weil dann kann ich auch endlich den Bogen haben und das durchgehend. Ansonsten kriege ich die Waffen halt nur so als Kristallwaffen. Und Waffen wie der Bumerang und der Bogen sind halt natürlich echt nice, ne? Ach, die Dinger kann ich auch kaputt machen. Mache ich mich erstmal voll. Was zum Geier bist du? Etwas, das mich wahrscheinlich one-hitten kann. Oder dass ich erstmal one-hitte. Will ich diesen Wurm bekämpfen? Nein, weil der ist direkt mitten in diesem Schlamm. Hallo. Ohne ordentliches Schuhwerk kannst du diesen Schlamm nicht überwinden. Ich habe gehört, dass ein Mann in im Dorf ein paar tolle Stiefel hat. Okay. Ich muss erstmal den Typ finden, der Schlammstiefel hat. Ach, wenn ich sterbe und in die Stadt da zurückkomme, ich muss auch noch ein paar Questen annehmen. Fällt mir gerade so ein. Obwohl, wir können ja mal eben kurz zurückgehen. Dann kann ich die Questen eben kurz holen. Hallo, Magie. Ich habe gehört, dass jemand einer der Wächter der Titanen besiegen konnte. Das hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Nimm diesen Zauberstab. Er gehörte den alten tarsianischen Magiern, aber ich weiß, sie hätten gerne, dass du ihn bekommst. Oh, ich habe den Zauberstab geschenkt bekommen. Mal schauen, nochmal zurückzugehen. Oh, ich kann nicht glauben, dass du einen Kerker besiegt hast. Ich habe etwas Stahlfaden von meinem Papa geborgt. Ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen. Ritterfaden. Hier nochmal für YouTube, der Laden, den ich meinte. Da kann ich Karotten und so alles verkaufen. Ich denke mal hier. Zu Hause aufwerten, das kann noch warten. Wir brauchen noch das Fitnesscenter und die Farm. Und natürlich hier die drei Gebäude hier unten. Die Taverne und das Dockhaus, die brauchen wir. Also ich benutze die Kristalle, die ich jetzt demnächst sammle, für diese Gebäude. Und ich will wissen, was der Ritter kann.
Der Ritter, der hat hohe Angriff- und Abwehrwerte. Ah, der kann hochspringen und dann alles in seinem Umweg so ein bisschen anschlagen. Hier will einer mit mir reden. Im Hintergrund sogar. Meine Tochter Maria, sie ist so krank geworden. Keiner der Ärzte in Lenos konnte ihr helfen. Also reist mir zum großen Heiler in Velesos. Er konnte sie nicht heilen, aber beim Durchsehen seiner alten Texte stolperte er über eine alte Krankheit, die der von Maria ähnelte. Die Tarsianer haben ein Heilmittel gefunden. Sie haben Elixier aus einer bestimmten Pilzart gemacht, die nur im tarsianischen Sumpf zu finden ist. Ich muss ja nach Tarsus kommen und diesen Pilz finden. Ich habe diese speziellen Schlammstiefel angefertigt. Sie helfen mir durch, den gefährlichen tiefen Schlamm des Sumpfes zu gelangen. Aber die Brücke ist zerstört und ich konnte keinen anderen Weg hinüberfinden. Hilf mir, Held. Bring mir den Pilz und rette meine Tochter. Habe ich jetzt diese Stiefel? Ausrüstung? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob ich die Schlange habe. So, jetzt habe ich sie auf jeden Fall. So, und jetzt kommt hier nämlich meine Dummheit. Ich habe letztes Mal nicht gemerkt, dass man hier mit dem Haken drüber kann. Eine halbe Stunde Ärger hätte sich erspart, hätte ich das links da gesehen. Weil das ist nämlich der Ort, wo ich weiter muss. Einfach rüberziehen und weitermachen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gerallt. Dann wäre das große Rätsel gelöst, was sich gestern aufgetan hat. Diese Stelle sieht schon so verdächtig aus. Ich wusste es. Da musste kein X sein, um zu wissen, dass da was ist. So. Komm her, du Egel. Da ist doch noch einer irgendwo. Ganz bestimmt. Ah, die kann ich nicht mit dem Greifhaken angreifen. Das wusste ich nicht. Ja, eigentlich war zuerst ein Pokémon Revolution Stream gedacht, aber den habe ich nicht wieder Lust alleine zu machen. Wie letztes Mal, weil alleine ist das tatsächlich mega langweilig. Das Spiel. Es macht nicht so viel Fun, wenn ich nicht so diesen Fight mit Sunny zusammen habe. Beziehungsweise diese Käbeleien. Die ist doch bestimmt eine Abkürzung, die man freischalten kann. Das habe ich nämlich auch gesehen, dass man die freischalten kann. Das sind diese Brücken, die man runterprügeln kann. Die habe ich noch nicht mit dem Buch getötet. Safe nicht. Ich muss das dringend aufwerten. So. Jetzt habe ich die auch im Buch. Ich brauche die nur einmal damit umbringen. Danach ist es vollkommen Wumpe. So, gucken wir erstmal rechts. Hier ist das endlose Nix. Hier laufen wir nicht lang. Wir müssen hier lang. Dich würde ich gerne damit töten. Aua. War nicht bedingt die beste Idee. Noch so ein komisches Kugelding. Irgendwann wird mir wahrscheinlich schon erklärt, was ich damit anstellen soll. Ach ja, und was ich natürlich auch noch gemacht hatte. Ich habe hier angekündigt, dass ich das Spiel erst einmal solo mache. Also einmal solo durchspiele und danach mit einem Kollegen zusammen. Einmal durchspiel. Ob das jetzt bedingt der Sunny oder einer von Akadari ist, das zeigt sich noch. Und falls einer fragen will, nein, das Spiel ist nicht Crossplay. Ich spiele das gerade auf der Switch. Jeder, der es auf dem PC hat, der kann nicht mit mir zusammenspielen. Und ganz ehrlich, das Spiel spiele ich auch nur mit meinen Kollegen zusammen. Ich will das definitiv nicht mit jemandem von der Community oder mit irgendeinem random Typ spielen. Da halte ich mir lieber eine Schrotflinte an den Kopf, als dass ich mit einem random Typ spiele. Und Community, da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, mit denen zu spielen. Weil jedes Mal, wenn ich mit Community gespielt habe, haben die einfach nur Mist gemacht. Deswegen mache ich das nicht mehr. Sieht aus, als ob man dahin könnte.
Kann man da hoch? Nein. Von oben wahrscheinlich runter. Hier, da muss man irgendwie so einen Spezialweg finden, dass man da oben ist. Und dann kann man das von oben mit dem Schwert offenbar runterhacken. So, hier kann ich hoch. Ich sollte mal auf den Bildschirm gucken, statt auf den Chat. Die Pilze nehme ich einfach mal so mit, just for fun. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Ich habe irgendwie den Egel getroffen, das Winz-Ding. Lernen erstmal Aim. Das sieht nach einer Stelle aus, die man sprengen kann. Okay, es sah nur so aus. Was ist denn das für eine ekelhafte Sache hier? Die Dinger sahen schon so ekelhaft aus. Hier, das kann ich aber sprengen. Wusste ich's doch. Der macht sich wieder tot. Mit seinen komischen Sporen. Ich weiß noch nicht, wie ich den jetzt zurzeit ins Buch holen soll. Dafür ist das Buch zu schwach. Guckt. Seht ihr? Ich mache mir damit nur das Leben selber schwer. Komm her. Aua. Das Spiel versucht mich aufzuspießen. Ich kann mir jederzeit einen neuen holen. Stimmt, ich könnte ihn noch mit dem Bumerang abwerfen. Dann kann er sich nicht mehr bewegen. Denke ich beim nächsten Mal dran. Da war wieder so ein komischer, runder Kristall drin. Komm her. Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen. Darf ich mich jetzt hier nochmal aufspießen lassen? Buchstäblich aufspießen lassen. Ja, nochmal neu den Weg laufen, ne? Ja, Leute, an dieser Stelle ist das Video zur heutigen Folge von Rogue Heroes vorbei. Ich hoffe, dass jeder von euch Fun an der Episode hatte. Das Sumpfgebiet, das ihr heute sehen konntet, das ist so riesig und hat so lange gedauert, dass du durchkämmen, dass das locker 3-4 Parts geworden sind. Ich bin immer noch gerade beim Schneiden. Also freut euch drauf, bevor der nächste Tempel kommt, haben wir auf jeden Fall sehr viel mit dem Sumpfgebiet zu tun. Ich werde euch zumindest den Weg drin lassen. Ich versuche da schon so viel rauszuschneiden, wie es nur geht, um euch da möglichst wenig anzutun. Aber hier ist auf jeden Fall das heutige Video jetzt vorbei. Ich hoffe, dass ihr halt Fun hattet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!